Hallihallo, hallöle und herzlich willkommen zu Exosoctis Simse 4. Ich hoffe auch irgendwie familienadäquat und auch wieder alles kaputt hier. Oh ja, super. Ja, wollen wir mal schauen, was geht denn unserer freundlichen Kitami? Ja, unsere freundliche Kamera Kitami macht hier eine Expertenreparatur und einmal aufwischen, danke und weiter geht's. Sehr schön, dass das hier wieder alles verutsch geht. Naja, das hat die junge Dame ganz gut hinbekommen. Die junge Dame, du darfst mal bitte hier hingehen. Danke sehr, geh mal bitte raus. Ja, sie wischt das auf, sie macht es sauber, sie macht das wegwerfen. Sie benutzt die Toilette, sie geht einmal Hände waschen, einmal Zähne putzen. Dann ist sie nämlich auch auf Vordermann. Ich muss mal gucken, ob auch meine Erweiterungen jetzt laufen. Ich habe nämlich gesehen, als ich kurze Aufnahmestopper gemacht habe und nachgeguckt habe, was so us ist. Sie wird verschiedene andere Dinge jetzt wohl noch wegwerfen, oder was ist da los? Ach, da ist auch was kaputt. Ja, das ist ja sehr schön, dass das da auch kaputt da ist. Warte mal, machen wir das hier mal alles weg. Bitte mal Expertenreparatur. Danke. Das ist sehr großes Kino. Das ist ein sehr großes Kino. So, dann mal bitte alles wegwerfen. Oh, mein Husten. Oh, das wird nicht besser. Ja. Wie gesagt, ich habe dann gesehen, als ich Aufnahmestopp gemacht habe, dass auch mein Exosock-T-Shirt nicht aktiv war. Ja, ja, ja. So, das heißt, wir gehen mal in die Alltagskleidung. I'm himself geht dann mal kurz in die Sportbekleidung. Und er hier geht, wo ist er denn? Er ist am Schlafen noch, okay. Er darf schlafen, das ist schon okay. So, so, pass. Ja. Ja, da sehen wir's. Ich laufe gerade noch ohne das T-Shirt rum. Das hat er nämlich jetzt gespeichert so, dass ich es gar nicht anhabe. Das heißt, wir gehen einmal, hoppala, nee, natürlich nicht so, warte mal. So, hier rein. Jetzt muss ich natürlich mein T-Shirt wiederholen. Outfit planen, danke sehr. Das heißt, wir gehen mal kurz mal hier an die Kommode ran. Kommode, Kommode, Kommode. Juhu, Kommode. Tja, sowas kann passieren, wenn man diverse Meldungen beim Starten des Spiels ignoriert. Also, wie gesagt, gab ja irgendwie so einen kleinen Patch. Und jetzt müssen wir natürlich wieder das alles ein bisschen reparieren. Das heißt, wir gehen einmal hier rein. Enthält neue Objekte? Ja, du enthältst neue Objekte? Objekte hier? Okay. Wow, was ist das für ein Objekt? Was haben wir denn hier noch für ein Objekt? Was ist denn da noch neu? Oh. Aha. Ja, könnte man tragen, muss man aber nicht. So, Tops. T-Shirts. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wo klebt mein Exosock-T-Shirt. Ich glaube, das war hier mit drin. Nee, da war es nicht drin. Es war was Kurzärmliges, wa? Oder war es langärmlig? Ich weiß es gerade kurz auswendig nicht. Oh Gott, das ist super geil wieder. Da ist es nicht drin. Da ist es auch nicht drin. Verdammte Hacke, das wird wieder lustig. Das ist es jedenfalls nicht. Das war kein Spezial-T-Shirt. Hier ist es auch nicht drin. Hier mit Schal war es aber auch nicht drin. Nee. War es hier mit drin? Nee. Das ist jetzt die Frage, wo war es drin? Aha, hier sind zwei weiße. Ah, hier ist es. Juhu, wir haben es gefunden. Ach, geht doch. Gut. Auch das haben wir repariert. Es sollte eigentlich alles wieder klappen. Na, werden wir auch gleich sehen, ob der Pixler wieder funktioniert oder nicht. Ja. Der typische Gamer-Stress vom Feinsten. Und wenn ich mir jetzt das vorstelle, wenn ich noch mehr Mods drauf hätte. Es gibt ja noch einige andere. Ich müsste mich wirklich mal mehr um Mods kümmern. Aber bis jetzt kamen ja auch von euch auch keine großartigen Vorschläge. Was ich zum Beispiel noch suche, was ich selber irgendwie noch nicht gefunden habe. Teilweise auch aus Faulheit. Das muss ich mal sehr ernsthaft sagen.
ist noch dieser Entmüllungsmod. Wir haben ja diesen einen geheimnisvollen Teller am Fluss liegen und wir haben diesen seltsamen Dreckpunkt in der Küche, also im Küchenbereich in der Nähe, wo ich bis heute immer noch nicht gefunden habe, wo kommt dieser Dreck her. Ne? Also, keine Ahnung. Ja, das ist so der mysteriöse Dreckpunkt. Ja, das ist so wie mit der dunklen Materie. Ja? Man merkt zwar durch Gravitation, dass da was ist, aber man sieht's nicht. Ja, sie interagiert ja nicht so wie andere Materie mit Strahlung. Das ist das Problem bei der dunklen Materie. Und so ist es auch hier mit dem Dreck. Ja? Also, das ist dann halt, einige Charaktere merken, dass da Dreck ist, aber man sieht's nicht. So ist das da. Gut. Das ist durch. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wollten wir denn machen? Sie sollte theoretischerweise den Müll rausbringen, das macht sie auch. Und wenn sie das gemacht hat, darf sie einmal das hier verwenden und einmal Hände waschen und einmal Zähne putzen. So, so wird doch ein Schuh draus. Und sie ist dran in 5 Stunden. Und ich bin am Überlegen, ob wir heute einen Kitami-Tag machen. Das heißt also, dass die Kitami gleich, wenn es in 5 Stunden so dran ist, auch zur Arbeit darf. Aus dem einfachen Grunde, sie soll jetzt nicht die reguläre Arbeit nachgehen, sondern ich werde mit ihr gekonnt die Arbeit, sagen wir mal, etwas ignorieren. Das heißt, ich werde mit ihr nur die Teile, die sie hat, verbessern und Zeug einsammeln. Ja, versteht schon, was ich meine. Ja? Wie würdest du sagen, gekonnt die normale Arbeit ignorieren? So, Maya Müller schläft noch. Kann sie auch machen. So, sie ist immer noch am Saubermachen. Das ist ja sehr schön. Aber du darfst auch mal die Toilette verwenden. So, wenn du das hier gemacht hast, darfst du nicht transformieren. Du sollst die Hände waschen. Und du darfst die Zähne putzen. So, jetzt gucken wir mal, ob der Shader aktiv ist oder nicht. Okay, funktioniert. Gut, sieht nicht so komisch aus. Ne? Ja, du kommst natürlich hier rein und glotzt natürlich erstmal zu, was Sache ist. Das ist sehr schön. Ne? So, das heißt, wir werden uns ein bisschen um Kitami kümmern, dass sie gleich noch ein paar Werte hat. So, das heißt, eben kann sie das wegmachen. Und dann machst du die Zähne sauber. Genau. Und dann wirst du einmal eine schnelle Mahlzeit nehmen. Du kriegst einen Joghurt. Ja, du willst die ganze Zeit sauber machen. Das können auch gerne mal die anderen machen. Ja, das ist völlig legitim, dass die anderen das auch mal machen. Ja, Maya Müller. Halt, Pause. Pause, was ist los? Irgendwie haut der denn hier hin. So, Maya Müller darf sich erstmal anziehen. Outfit ändern. Einmal in die Alltagskleidung. Und wenn du das gemacht hast, gehst du einmal bitte hier hin und wirst die epische Geschichte üben. Aus einer einfachen Runde, du brauchst ja noch Charisma. Ja, komm. Keine Müdigkeit vorschützen. Einmal bitte daran. Wie sieht's denn aus mit Arbeit? Ja, da muss noch ein bisschen was passieren. Fitnessbetreuung, ja, ich verstehe schon. Ja, das ist schon. So, Tanzfähigkeit, sehr schön. Gut. Gehen wir mal hier weiter. Ja, schön, dass du sie umarmst, aber du solltest erstmal ein bisschen was essen. Was ist los? Inventar. Ist das im Inventar gestopft oder wo ist das jetzt? Da ist die Susi. Finde ich geil. Hä? Hol dir mal was oder wie? Oder was ist los? Achso, jetzt isst du im Stehen. Okay. So, Futtereien läuft. Sozialität und Spaß brauchen wir noch, sehe ich gerade. Ja. Sozialität und Spaß. Na, was ist passiert? Grausam? Okay. So schön scheint das Essen nicht zu sein. Aha, JD muss in einer Stunde zur Arbeit. Dann darf sie in 2 Stunden. Na komm, nimm noch eine Portion.
Na? Na los. Ja. Ess doch mal. Die Zeit rennt. Ich will noch ein bisschen Spaß machen, hä? Du. Na? Na, komm. Boah, die lässt sich aber Zeit beim Essen, wa? Mensch, lockere Unterhaltung. Na? Isst du oder isst du nicht? Ja, du lässt dich hier vorab lenken, wa? Ich sehe das schon. Warte mal, du darfst dich mir ein bisschen anziehen erstmal. So. Einmal Outfit ändern, einmal in Alltagsbekleidung. Das gleiche betrifft dann auch sie hier. Nicht abschließen. So, Outfit ändern, einmal in Alltagskleidung. Danke und weiter. Meine Güte, hier ist was los. Das soll mal einer jemand erklären hier. So, jetzt dreh dich mal. Ach, der dreht sich gar nicht mehr, der zieht sich so um, okay. Also drehen die sich doch immer, ja? So, Charisma 7 hat sie erreicht, Maya Müller. Sehr schön. Ja, lassen wir sie mal weitermachen, passt schon. Das soll mich nicht stören. So, was haben wir? Sie hat das durch. Das heißt, das hier mal bitte beenden. Und das dann bitte mal aufräumen. Und dann darfst du ein bisschen tanzen. Tanzen, tanzen, tanzen. Ja, alle haben sie Diamanten. Diamanten, 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 Diamanten. Das ist die Diamantenfamilie. Wir haben auch sogar hier draußen die Diamanten. Ne? Hier, da sind sie. Ah, nee. Quantumzeichen haben wir. So, er sollte allein. Genau. Stimmt, draußen haben wir ja Ditte. Und da sind Diamanten. Eigentlich könnte ich auch das so als Quantumzeichen machen. Naja, egal. Lassen wir es mal so. Das heißt, wir haben jetzt unterschiedliche Zeichen. Einmal das und einmal das. Irritiert. Gut, Spaß geht hoch. Lassen wir mal so ein bisschen mal machen. Wir haben 646.000 übrigens. Ziel dieses Jahres ist ja, also zumindest das erste halbe Jahr, ich möchte die Millionengrenze voll haben. Ah, das ist ja auf jeden Fall. Ich hoffe, dass dann die Zinsen nachher mehr oder weniger ein Selbstläufer sind. Dass wir um die Kohle uns einfach gar keine Gedanken mehr machen müssen. So zumindest die reine Theorie. Ob das so sein wird, weiß ich nicht. Und ich habe ja sowieso noch so mal einiges vor. Ich will ein bisschen was ausprobieren, ein bisschen was machen. Ich will auch nicht allzu viel spoilern. Also es wird sich einiges ändern nochmal in der Familie. Aber immer nach und nach. Also da nicht in Panik verfallen, so nach dem Motto, ich erkenne die ganze Familie nicht mehr. Apropos, ich erkenne die Familie nicht mehr. Hallo, Alantania. Ist ja sehr schön, dass du hier deine Unterwäschenkollektion zeigst, aber... Bitte nicht heute. Und nicht um diese Uhrzeit. Wir haben 9.53 Uhr, ja? Also wirklich, es ist... So, Spaß geht weiter hoch. Sozialitäten fühlen sich sehr schön, 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 schön. Und wir machen mit. Sehr gut. Wir machen mit, wir machen mit, wir machen mit. Und während ich hier Ladescreen habe, machen wir morgen sozusagen den Arbeitstag von Kitami. Und in dem Sinne wünsche ich euch alle einen schönen Tag. Ciao, ciao. Bye-bye und Cheerio.